Genau, elektronische Qualitätsdaten und Mikrofon Teil 2. Es geht um Dynamik heute. Danke, Helmut. Und ich gehe natürlich jetzt in keine Details von Schaltungen rein. Das könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht, weil ich eher so der Organisator bin. Aber ich versuche in dem Vortrag wieder relevante Daten von Mikrofonen anschaulich darzustellen, die in der Praxis auch entscheidend sind. Aber jetzt erstmal, warum Teil 2 war eigentlich mein Anfang? Das haben Sie jetzt alle schon gehört. Es gab vor 2 Jahren Teil 1. Da ging es um elektronische Störungen oder um Störungen in Schaltung oder in Mikrofontechniken mit Sendern oder auch, wenn man es halt an Kabeln betreibt. Und das ist ein sehr heißes Thema, merken wir jetzt gerade immer wieder, vor allem für HF. Und das ist, wie gesagt, man kann es sich auf YouTube angucken, vielleicht interessant für viele Leute, durchaus mal reinschauen. Dann wollte ich kurzes erzählen zum Thema Kunst und Technik. Das ist jetzt sehr allgemein, das ist jetzt kurz eine persönliche Sache von mir. Bei der ganzen Arbeit als Tonmeister ist das Künstlerische oder als Toningenieur natürlich sehr wichtig und die Technik halt irgendwie auch. Und das finde ich auch das Spannende daran, was mich auch bewegt hat, in diesen ganzen Bereich reinzugehen und da viel zu lernen, dass man halt mit Kunst und Technik zu tun hat, weil ich auch leidenschaftlich selber Musiker bin. Und ich finde aber wichtig, das wollte ich vorweg sagen, dass man bei der ganzen Technik und den Feinheiten und was jetzt wie stark klirrt und hier jetzt Phasenverzerrung, ja oder nein, dass man eigentlich die Kunst nicht aus dem Auge verlieren sollte eher. Aber das ist meine persönliche Meinung, also man sollte eher auf das Endergebnis achten. Klingt das geil? Hat man da Spaß dran, dabei zuzuhören? Oder habe ich da jetzt einfach nur 2-3% besseren, sonst wie technischen Effekt? Also die Kunst sollte im Vordergrund stehen. Und was halt auch wichtig ist, jetzt bei den ganzen Sachen, die jetzt kommen mit VR und sei es 3D-Audio oder Stereo oder Mono, das Schöne ist, bei so, wenn man so grundlegende Dynamik oder Qualitätsdaten oder elektronisch beurteilen kann von Mikrofonen, ist es formatunabhängig. Also es ist eigentlich egal, für welches Format Sie aufnehmen, ob Sie für Mono aufnehmen, Stereo, 3D oder VR. Diese ganzen Prinzipien, wie gehe ich mit den technischen Daten um, das hilft sozusagen in jedem Format, in dem Sie arbeiten, können Sie von diesem Wissen profitieren. Ich führe mal kurz ein, die Dynamikbegriffe, die es halt typischerweise bei so einem Mikrofon gibt. Also wir haben natürlich einfach, man bezieht alles häufig auf den Schalldruckpegel und drückt dann halt auch ganz viel als äquivalente Schalldruckpegel aus. Und das erste ist direkt die Empfindlichkeit. Also die misst man dann bei diesem Normschalldruck von 94 dB SPL. Und dieses Mikrofon, jetzt ist das CMC6 mit der MK4, macht dann da halt einen Ausgangsspannungspegel von 13 mV. Dann kann man halt das Eigenrauschen des Mikrofons messen und stellt dann fest, okay, wenn ich das messe mit einer Bewertungskurve, habe ich ein Eigenrauschen von 15 dBA. Das nennt man dann halt den Ersatzgeräuschpegel. Und was ganz interessant ist, ist halt auch der Geräuschpegelabstand, so nennt man das. Das ist im Prinzip die Dynamik von dem Geräusch, von dem Ersatzgeräuschpegel zu der Empfindlichkeit bei 94 dB SPL. Das ist ganz interessant, weil für viele Mikrofone ist es halt so, dass im Prinzip der Max SPL sehr viel höher sein kann. Und man kriegt dann einen viel größeren Gesamtdynamikwert. Also hier ist jetzt die Gesamtdynamik von 117 dB und der Maximalschalldruck von 132. Wenn das Rauschen aber höher liegt, kann ich trotzdem eine größere Gesamtdynamik haben als das hier. Und das ist manchmal ein bisschen irreführend. Oder halt, es könnte auch einfach hilfreicher sein, wenn ich weiß, ich möchte ein sehr rauscharmes Mikrofon, dann ist es oft besser, oh Gott, ist das hell, auf diesen Wert zu gucken. Genau. Typischerweise ist es halt auch so, bei Mikrofonen gibt es verschiedene Quellen oder Stellen, an denen man die Dynamik sozusagen einschränkt oder erweitern kann. Und ich fange einfach mal vorne an. Das ist im Prinzip, als erstes kommt natürlich der Wandler, also die Kapsel. Und jetzt mich nicht falsch verstehen, das mit dem Kein Limit, also die obere Grenze von einem kapazitiven Wandler, ist halt ist im Prinzip wirklich so, dass das Ding so gut ist, dass man eigentlich beliebige Schalldrücke verarbeiten kann. Also natürlich nicht komplett verzerrungsfrei, aber es geht auf jeden Fall nicht kaputt. Und es ist wirklich, die Verzerrungen sind sogar relativ klein, selbst bei sehr hohen Schalldrücken. Ich werde das gleich zeigen. Also es gibt wirklich eigentlich kein Limit. Und nach unten ist es halt wirklich auch, man kann so ein Ding so gut bauen, dass man wirklich die Luft messen kann. Also das hat dann manchmal akustisch andere Nachteile, wie Frequenzgang oder Polardiagramm. Aber prinzipiell ist es möglich, einen kapazitiven Wandler so zu bauen, dass man wirklich nur noch die Brownsche Molekularbewegung der Luft hört. Also das kann man machen. Dann kommt der Impedanzwandler und der schränkt in der Regel die Dynamik der Kapsel etwas ein. Es gibt dann eine obere Aussteuerungsgrenze, die man dann elektrisch misst, die dann, wo man halt dann den Punkt bei 0,5% TRD bestimmt und es gibt halt ein elektrisches Rauschen, was dazu kommt von der Schaltung.
Wenn ich jetzt den Preamp anschließe, dann passiert das Folgende. Also wenn ich jetzt bei dem Gain den Preamp hochdrehe, dann ist es halt so, ich muss glaube ich auf die andere Seite gehen, sonst sehe ich nichts. Also ich werde so geblendet. Dann ist es so, dass je mehr Gain ich gebe, man hat es jetzt gerade gesehen in der Animation, dann wird das Eigenrauschen des Vorverstärkers irgendwann so klein, dass nur noch der Impedanzwand da übrig bleibt. Und dann habe ich quasi zwar das beste Rauschen, aber eine geringere Aussteuerbarkeit, weil dann einfach der Preamp schon klippt. Wenn ich das Ganze andersrum mache, also den Gain runterdrehe, dann kriege ich zwar wieder mehr Möglichkeit, höhere Schalldrücke oder mehr Spannung zu verarbeiten, das dotzt aber irgendwann auch an, weil mehr geht einfach nicht, weil dann klippt sozusagen der Impedanzwandler. Und das Rauschen wird einfach nur noch mehr. Also es gibt die optimale Einstellung des Preamps für die Programmdynamik, das kennen Sie sicherlich alles. Man muss halt einpegeln. Das ist halt nach wie vor das, was man machen muss, um die Dynamik richtig einzustellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich nehme sowas jeden Tag auf. Also es ist also ein alltägliches Schallobjekt für einen Tonmeister oder einen Toningenieur. Und was ich jetzt hiermit mal anfangen wollte, es gibt im Prinzip Verzerrung der Luft. Also wenn man das Ganze, wenn man hört, es gibt Schalldrücke, die gehen dann bis, oder Mikrofone, die bis 170 dB SPL gehen oder sowas, das ist dann schon in der Richtung von so einer Rakete. Und man muss sich eigentlich im Klaren sein, dass dass quasi der hörbare Schalldruck um den Normschalldruck rumschwingt und da gibt es einfach eine Grenze. Also wenn ich bei 194 dB SPL bin, dann schwingt das sozusagen zwischen Vakuum und maximaler Amplitude des Schalldrucks. Und dann bin ich im Prinzip, hier in einer Grafik von Sessler, dass man an dieser kritischen Zeitpunkt ist, dass quasi die Welle gar keine Welle mehr wird, sondern es gibt dann so eine genannte Schocktransformation und dann hat man eigentlich sowas wie eine Explosion, so eine Schockwelle. Das ist gar keine Schallwelle mehr. Und das ist dann total verzerrt. Aber auf dem Weg dahin ist es halt auch so, dass im Prinzip eine Schallwelle schon etwas verzerrt. Also es ist halt so, dass bei sehr hohen Schalldrücken die negative Halbwelle langsamer läuft als die obere. Und dann passiert so eine Art Aufsteilung. Also das ist jetzt, es ist auch sehr schwer zu messen, weil es halt ganz schwer ist, solche hohen Schalldrücken überhaupt zu erzeugen in kontrollierten Bedingungen. Deswegen kann man das jetzt für normalen hörbaren Schall nicht so direkt messen, aber es gibt da sehr viel Erfahrung aus dem Ultraschallbereich und das ist ein physikalischer Effekt, der auf jeden Fall eintritt. Wie ist so eine Kapsel jetzt aufgebaut? Also es gibt im Endeffekt, so jetzt sehen wir mal ein Bild von einem asymmetrischen Wandler, also einem kapazitiven asymmetrischen Wandler, wie das jetzt zum Beispiel auch die Schöps-Kapseln sind. Und da gibt es prinzipiell verschiedene Quellen für Verzerrungen in so einer Kapsel. Also zum Beispiel die Membran selber, dann halt das Luftvolumen, was da hinten dran ist, oder auch die Kavität, also das, was man braucht, um das Laufzeitglied einzustellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo Verzerrungen auftreten können in diesem mechanischen System, also akustische, elektroakustische Verzerrungen. Und dann gibt es eine Arbeit von Herrn Pastelier, der hat einfach mal für verschiedene Membran in dem Durchmesser, das mal theoretisch berechnet, wie groß wären denn wirklich die Verzerrungen von so einer Membran. Das ist so eine ganz lange Differentialgleichung. Und wenn man für die typischen Größen in der Tonstudiotechnik oder in der Messtechnik die Verzerrung ausrechnet, dann sieht man eigentlich, dass das bis 150 dB völlig egal ist. Also die Membran selber, zumindest rein theoretisch, verursacht eigentlich überhaupt keine Verzerrung. Es ist auch unabhängig von der Größe der Membran. Also selbst wenn ich die größer mache, sind die Verzerrungen noch so klein, also bei 0,00006, das ist so wenig, das merkt man gar nicht. So, wenn man jetzt so einen ganzen Wandler komplett misst, das ist hier also auch gemacht worden, das ist quasi eine Messung von einem Impedanzsprungrohr, also man macht dann halt Messungen von Druckempfängern, weil da ist halt das Problem, wenn ich akustische Systeme wie ein Mikrofon bei ganz hohen Schalldrücken messen will, brauche ich ja ein klirrfreies Anregungssignal und das schafft in der Regel kein Lautsprecher. Also wenn ich einen Lautsprecher habe, der 150 dB Schalldruck machen soll, dann klirrt er in der Regel mehr als das Mikrofon und dann messe ich nur den Klirr vom Lautsprecher und nicht das Mikrofon. Also brauche ich so spezielle Druckkammern, in denen ich halt verzerrungsfrei mit Resonanzen solche hohen Schalldrücke erzeugen kann. Und das geht relativ einfach für Druckempfänger. Und das hatte ich hier mal gemacht für diese Kapsel B2, die sind in dieser Arbeit anonymisiert. Und man sieht aber auch hier, dass ich quasi den 1% Klirrzer schon erreiche, also viel mehr als in der theoretischen Berechnung. Aber halt auch trotzdem, dass erst bei sehr hohen Schalldrücken, hier sind es jetzt glaube ich minus 100, also 138 dB oder 137 dB SPL. Also man muss schon ziemlich viel Gas geben beim Schalldruck, damit so eine Kapsel klirrt. Und das ist eine typische Tonstudiotechnik, Kleinmembrankapsel. Was hier halt auch war, man braucht natürlich dann auch einen speziellen Impedanzwandler, weil die typischen Impedanzwandler haben halt Einschränkungen in der Versorgungsspannung. Also man kann dann gar nicht so wahnsinnig hoch aussteuern, weil dann der Impedanzwandler schon klippt. Also da hat dann
Da wurde dann ein spezieller Impedanzwandler verwendet. Und ein anderer Nachteil dieser Technik, oder was halt auch daran sehr aufwendig ist, ich muss halt wirklich für jede Messfrequenz, die ich machen möchte, die Resonanz anpassen von diesem System. Also es ist sehr viel, mit sehr viel Aufwand verbunden. Aber was man halt auch erkennt, ist in dem Druckempfänger, die Verzerrungen sind sehr frequenzunabhängig. Also die Kapsel ist wirklich ein verzerrungsfreies, gutes System. Das jetzt nur mal so am Rande, vielleicht mal so zum Interesse. In der Arbeit wurden auch Membranen mit einem Laserinterferometer abgetastet bei hohen Schalldrücken. Die Membran hat jetzt hier keinen Dot in der Mitte, wie man das von den Neumann-Kapseln kennt. Ich weiß nicht genau, warum das in den Bildern so ist. Das wird in der Arbeit nicht genau erklärt. Aber was ich eigentlich auch nur hier mal kurz zeigen möchte, was ich das ganz interessant finde, ist, dass im Endeffekt bei 147 dB Schalldruck so um die Richtung so eine Membran sich ungefähr um 8 Mikrometer bewegt. Mehr nicht. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel denken würde, okay, ich kann jetzt mit meinem Patch-Schalter in irgendein Mikrofon bis 170, 180 dB SPL gehen und mal würde jetzt mal annehmen, der Zusammenhang sei einigermaßen linear, dann müsste sich also diese Membran nochmal um Faktor 10 mehr bewegen, also 80 Mikrometer. Und das ist eigentlich größer als jeder Luftspalt bei so einer Membran. Also das ist dann wirklich von der Membran her ein bisschen absurd. Man kann das Ganze halt auch für Druckgradientenfänger machen mit einer anderen Methode. Also da kann man dann nicht sozusagen einfach ein Klirrspektrum mit einem hohen Schalldruck messen, sondern es gibt dann eine Methode der Differenztonmessung. Also da heißt, da nimmt man zwei Lautsprecher mit geringem Schalldruck, sodass sie nicht klirren, und lässt die zwei Töne abspielen, die unterschiedlich sind. Und dann kann man im Prinzip die Intermodulations- oder die Beat-Frequency, wie man das nennt, messen und mit einem schmalwandigen Bandpass und misst quasi immer nur diesen einen Differenzton. Und das kann man dann halt auch für Druckgradientenempfänger machen, nicht nur für Druckempfänger. Und hier die obere Kurve vergessen Sie mal, das ist nur der Frequenzgang von dem Mikrofon. Ich will jetzt hier eigentlich nur kurz auf die generelle Tendenz eingehen. Also man erkennt halt, dass bei einem Druckgradientenempfänger die Klirrverzerrung, also sozusagen diese Differenztonverzerrung zu hohen Frequenzen ansteigt. Und bei einem Druckgradientenempfänger ist es auch so, dass aufgrund des Laufzeitglieds das angekoppelte Luftvolumen eher größer ist als bei einem Druckempfänger. Und was man vielleicht auch noch kurz sagen sollte, ist, dass halt das Klirrspektrum nicht vergleichbar ist direkt mit einer Differenztonverzerrung. Es sind zwei unterschiedliche Messverfahren, die zwar beide irgendwie Verzerrung messen, aber es ist schon eine unterschiedliche Anregung und auch eine andere Messung. Also man kann das jetzt nicht direkt vergleichen. Das Interessante ist, dass es halt für Druckempfänger deutlich geringer ist. Also Sie haben es gesehen, hier sind es ungefähr so bis 1, 2, sogar 3% bei hohen Frequenzen. Beim Druckempfänger sind es deutlich weniger. Und in der Arbeit von Herrn Peuss wird das so erklärt, im Endeffekt hat man bei einem konstanten Schalldruck halt eine konstante Schallschnelle und bei einem Druckempfänger ist die dann halt nicht frequenzabhängig, weil bei konstantem Druck einfach die Schallschnelle nicht frequenzabhängig ist. Das ist beim Druckgradienten anders. Also beim Druckgradienten wird der länger und kürzer, je nach Frequenz, und dadurch ändert sich die Schallschnelle und auch die akustischen Impedanzen in so einer Kapsel. Und das ist jetzt halt auch im Endeffekt genau der Grund, weswegen so eine Kapsel verzerrt. Also es liegt nicht an der Membran, sondern eher an den angekoppelten Luftvolumen und den akustischen Impedanzen, die da drin sind. Man kann in einem Design, was es von Sennheiser gibt, diese Doppel-Gegenelektroden-Kapseln, diese asymmetrischen Wandler, die es halt auch gibt. Also es gibt viele Hersteller machen asymmetrische Kapseln. Es gibt auch symmetrische Elektrodenkapseln, wie zum Beispiel die von Sennheiser im MKH. Und die haben jetzt zwei identische Luftspalte genau vor und hinter der Membran. Und was man halt damit erreichen kann, ist halt, dass wenn die Membran sich asymmetrisch bewegt, die asymmetrischen Verzerrungen sich einfach ausgleichen. Und da wird dann behauptet, okay, man kann halt im Prinzip dadurch verzerrungsfreiere Kapseln bauen, also wesentlich verzerrungsfreiere. Ich habe jetzt hier nur mal ganz kurz zwei Bilder aus diesem Paper rausgenommen. Was mir leider nicht möglich war, was ich nicht genau verstanden habe, wie groß die absolute Einordnung das ist. Also man kann jetzt erkennen, dass zwischen einem normalen Mikrofon und einem asymmetrischen kapazitiven Wandler und einem symmetrischen die Differenztonverzerrungen schon deutlich kleiner sind, aber wie viel jetzt im Endeffekt ist nicht so ganz klar aus den Messungen für mich. Und auch, es ist auch sehr abhängig vom Frequenzabstand. Also das ist es funktioniert auf jeden Fall, aber generell ist auch hier eigentlich festzuhalten, dass bei sehr hohen Schalldrücken generell Kapseln wenig verzerren. Das bleibt auch hier so. Jetzt kommen wir mal zum Impedanzwandler. Von der Kapsel zum Impedanzwandler. Weil halt, wie gesagt, die akustische Messung so aufwendig ist, wird normalerweise nur der Impedanzwandler elektrisch gemessen. Und das ist jetzt zum Beispiel hier unser CMC6 und es gibt dann so einen Ansteuerkopf, mit dem man halt den Impedanzwandler direkt elektrisch
messen kann ohne Kapseln. Und wenn man das tut und das sozusagen bei einem bestimmten Pegel macht und 0,03% Klirr macht, also ganz wenig, dann klingt das so. Wundervoller Sinus am Morgen. So, und jetzt habe ich mal ein bisschen mehr aufgedreht. Die Amplitude ist höher geworden. Sie sehen jetzt dieses Klirrspektrum. Sieht furchtbar aus, oder? Wie viel Klirr ist das? Ich möchte Schätzungen. 10%, 5%. Spiel's mal ab. Hat das geholfen? Also es sind 0,5%. Also es sieht dramatisch aus, es ist aber wenig Klirr. Das liegt an der logarithmischen Darstellung sicherlich. Aber das ist genau der Punkt, wo man dann halt typischerweise für ein Mikrofon angeben würde, das ist jetzt die Aussteuerungsgrenze. Also jetzt für die MK4 132 dB SPL. Ich könnte aber einfach sagen, okay, ich mache das jetzt für 1%, was halt auch manche Hersteller in den Datenblättern einfach machen. Dann kriege ich halt so ein Klirr und kann eine größere Zahl angeben. Ich könnte es aber auch so machen. Sieht noch schlimmer aus. Und jetzt sieht man jetzt auch schon im Zeitsignal, dass der Sinus abknickt. Das sind dann 10% Klirr. Und das klingt dann so. Jetzt hört man es langsam. Also, wenn man halt Angaben in Datenblättern sieht, wo der Klirr nicht mit angegeben ist, könnte man auch sagen, okay, das könnte bei 10% sein und wir könnten für die MK4 140 dB angeben. Also man kann das leider beliebig sozusagen vermauscheln als Hersteller ein bisschen, wenn man das unbedingt möchte. Also da immer genau gucken, wie ist der Klirr angegeben bei solchen Messungen. Und da komme ich jetzt auch direkt mal zu einem Beispiel, was ich ganz spannend finde. Es ist einfach ein Screenshot von technischen Daten von einem Mikrofon. Und das ist eigentlich alles ganz schick angegeben. Nur halt genau, was jetzt die obere Grenze der Verzerrung angeht, das ist ganz interessant. Also hier wird gesagt, kleiner 1% bei 139 dB SPL Peak. Also das ist auch was Interessantes. Also normalerweise, von meinem Verständnis her, hätte ich immer gedacht, man gibt sowas in RMS an. Also wenn man Peak angibt, kann man schon mal 3 dB mehr angeben in der Regel bei sinusoiden Signalen. Und das heißt, die Dynamic Range bezieht sich dann hier drauf und auf diesen A-Wert, aber das ist ein Peak-Wert, also ist das eigentlich auch 3 dB kleiner. Und dann kommt diese Angabe hier, Max SPL Peak Before Clip. Was meinen Sie, was heißt das Before Clip? Schlimmer Clip. Was ist ein schlimmer Clip? War das Abbiegen schon schlimmer Clip oder ist Abschneiden ganz schlimmer? Also, Sie sehen, worauf ich hinaus will. Also es ist schwierig, es ist eine sehr diffuse Angabe. Was heißt das eigentlich? Ich muss sagen, ich habe es versucht, ein bisschen nachzumessen und habe festgestellt, das erreicht man auch nur mit dem 20 dB Patch-Schalter. Das steht hier auch nicht dran. Also das ist wirklich ein klassischer Fall von, wir versuchen jetzt die technischen Daten nicht ganz falsch, aber mit sehr viel Mauschelei ganz groß darzustellen, damit wir große Zahlen verkaufen können. Also da müssen Sie vorsichtig sein, da wird ganz, ganz viel getrickst, um das so aussehen zu lassen, dass das alles wahnsinnig tolle große Zahlen und wahnsinnige Aussteuerbarkeiten sind. Aber die Angaben sind wirklich sehr diffus. So, wenn man jetzt zur unteren Grenze des Impedanzwandlers kommt, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Dann misst man in der Regel das ganze System. Also man tut das ganze Mikrofon in so eine Rauschbombe. Das ist quasi ein kleiner geschlossener Raum, der elastisch aufgehängt ist und gelagert. Und wenn man den zuschraubt, auch komplett dicht ist. Also dann, das heißt, es ist wirklich sehr, sehr ruhig da drin. Und dann kann man im Prinzip das ganze Kapselsystem plus Impedanzwandler messen und die Rauschkurven bestimmen. Das habe ich jetzt mal gemacht für verschiedene Mikrofone. Und das Blaue ist jetzt hier die Rauschkurve vom CMC6 mit der MK4. Ich habe die ganzen Rauschkurven, die Sie gleich sehen, halt mit der Empfindlichkeit korrigiert, sodass man im Prinzip, und auch in den Schallpegel umgerechnet, dass man hier im Prinzip pro FFT-Bin den Pegel auftragen kann. Das ist jetzt ein bisschen tief aufgrund des Averagings vom Zehnfach, deswegen das ganze Rauschen ist so ein bisschen runtergegangen. Also minus 10 dB SPL ist sonst ein bisschen zu wenig, das liegt aber, wie gesagt, an der großen FFT und der Mittelung, das habe ich jetzt nicht ausgeglichen. Und was man jetzt hier erkennt, dass es zum Beispiel Mikrofone gibt, die sind sehr ähnlich, die dann auch auf ähnliche Rauschwerte kommen. Es gibt aber auch Mikrofone, die ganz anders funktionieren, die so ein Rauschspektrum haben. Und wenn man jetzt hier die typischen Bewertungsfilter ansetzt, also das grün gestrichelte hier ist jetzt die CCR-Kurve und das
Cyan, glaube ich, ist es, oder Türkis, ist das gestrichelt. Das ist der A-Filter. Und da erkennt man jetzt zum Beispiel Folgendes. Bei dem schwarzen Mikrofon ist es hier so, dass durch diese Art Noise-Shaping, was hier stattfindet, quasi, dass das Rauschen in den mittleren Frequenzen, wo das Gehör natürlich auch am empfindlichsten ist, durch den CCR-Filter einen super CCR-Wert hat, also auch 3 dB besser als die MK4 und auch andere Mikrofone. Also da ist der Rauschwert dann tipptopp. Beim A-Wert ist es allerdings so, dass der A-Filter halt relativ sanft dämpft, also nicht so steil abfällt wie der CCR-Filter, und dann das Rauschen, was überhalb von 10 kHz dramatisch ansteigt bei dem schwarzen Kandidaten, da ist er dann auf einmal schlechter. Also das heißt, je nach Bewertungsfilter, den man ansetzt, kann das Rauschen von Mikrofonen unterschiedlich ausfallen. Man muss ja auch sagen, dass das schwarze Mikrofon, das ist halt ein elektrisch entzerrtes Mikrofon, also es ist ein ganz anderes Prinzip als akustisch entzerrte Mikrofone, wie zum Beispiel unser CMC mit der MK4 oder eigentlich nur die MK4. Also es ist halt ein rein akustisch entzerrtes System. Also man hat halt Prinzipfrequenzgänge bei so Kapseln, und dann kann man entweder sagen, okay, der ist jetzt halt beim Druckgradienten ist der erstmal so ein Bandpass, und dann muss ich halt irgendwelche Resonanzen einbringen akustisch, damit ich das hinbiege, dass es halt gerade wird, damit ich halt einen breitbandigen Frequenzgang bekomme. Das hatte Helmut, glaube ich, gestern in seinem Vortrag irgendwann auch mal erwähnt. Also diese mechanische Entzerrung, die man hinkriegt bei so Kapseln, ist wirklich ein mechanisches Wunderwerk. Es ist so eine schöne kleine Uhr eigentlich. Also dass das so klappt in so einem großen Frequenzbereich, man dann so einen Druckgradienten messen kann in der Bandbreite, das ist schon fantastisch. Man kann das halt aber auch elektrisch entzerren, und dann passiert sowas wie bei dem schwarzen Kandidaten hier. Dann gibt es noch andere Mikrofone, die halt auch günstig sind und gar nicht so schlecht sind oder sehr teuer sind und dann nicht besonders gut sind im Rauschen. Und das sind halt so auch so ein Punkt. Also diese letzten 2-3 dB mehr oder weniger, also Entschuldigung, weniger, diese letzten 2-3 dB weniger Rauschen, da trennt sich dann wirklich das Profi-Equipment von dem Consumer-Equipment oder dem semi-professionellen Equipment. Das ist dann halt leider für diese letzten 2-3% muss man immer dann mehr Geld ausgeben. Das ist ganz oft so. Wo wird das aber relevant, sowas hier? Man könnte jetzt sagen, ja, das hört man ja gar nicht. Wozu braucht man das eigentlich? Völlig berechtigte Frage. Dann haben wir jetzt aber relativ viele Anfragen von Kunden bekommen, die zu uns kamen und sagen, ja, gehen eure Mikrofone eigentlich auch bis 40 Kilohertz? Ich mache da so Aufnahmen und pitch das dann runter für Sounddesign, und das ist alles ganz toll, und könnt ihr das nicht, also habt ihr da auch irgendwas? Und dann dachte ich, okay, ich probiere das einfach mal. Ich nehme mal dieses Mikrofon und ein CMC6 XT und ein MK4 und stelle das vor so einen Koaxiallautsprecher und spiele einen 40 kHz Sinuston ab und habe das einfach bei uns ins Studio gepackt und habe das aufgenommen. So, und was man jetzt hört oder was man jetzt hier sieht, ist das Spektrum, was dabei rauskommt. Also man sieht hier den 40 kHz Ton bei 96 kHz Abtastrate. Und was man jetzt hier erstmal sieht, ist, dass es ganz viel Room Noise gibt. Also der Lüfter von meinem Messgerät war relativ laut und der Raum ist jetzt also nicht sehr leise. Und ich habe den Pegel quasi an beiden Mikrofonen einfach am Preamp so eingestellt, dass der gleich wurde. Also es ist ein bisschen eine Hands-on-Messung. Also es ist jetzt nicht super fein aufgelöst, aber es reicht, um das sozusagen festzustellen. Und man kann jetzt in diesem Spektrum den SNR auch schon bestimmen. Und man kennt allein von den Zahlen her, dass im Endeffekt dass der XT-Verstärker schon 4 dB besseren SNR hat. Und man hört das auch. Also ich habe es mal aufgenommen und ich spiele das jetzt mal ab. Und jetzt in diesem Beispiel hört man auch, also ich weiß nicht genau, ob man es im Saal hört, also als ich es gestern probiert habe und leise war, hat man es gehört. Aber man hört jetzt hier, dass in diesem Fall, wo ich bei der normalen Abtastrate bin, dass das MIG 1, also das Schwarze habe ich jetzt mal genannt, wirklich weniger Rauschen hat. Also man hört das so ganz dezent. Ich spiele es mal ab, vielleicht hören Sie es. Also ich weiß, es ist dezent, also man hört dieses laute Messgerät, diesen Lüfter, aber es gibt so im mittleren Frequenzbereich, hört man so, dass das schwarze Mikrofon doch ein Tick besser ist im Rauschen. Und das liegt genau daran, dass es da dieses, genau in dem kritischen Frequenzbereich ein Noise oder halt das Rauschen künstlich runtergedrückt hat. Das ist halt im normalen Hörbereich dann wirklich deutlich besser, und das hört man hier auch. Was passiert jetzt aber, wenn man das runterpitcht, also was ganz viele Leute machen wollen? Also wenn man jetzt dieses Mikrofon nimmt und das jetzt mit einem Achtel der Abtastrate abspielt, dann schiebt man einfach das ganze Spektrum nach unten und halt auch mit dem ganzen Noise. Und das klingt dann so. Jetzt hört man den Sinus. Also man hört,
das ganze Noise kommt mit runter und dann ist auf einmal das hohe Rauschen bei hohen Frequenzen auf einmal relevant und es ist gut, wenn ich da halt ein Mikrofon habe, was da nicht so viel rauscht. Ihr könnt jetzt fragen, wozu braucht man das sowieso alles? Ich habe jetzt ein Beispiel von Emil Klotsch mal hergenommen, der hat mit den Mikrofonen relativ viel gearbeitet und der hat ein paar Aufnahmen damit gemacht und wenn man jetzt zum Beispiel einen Spielplatz aufnimmt, ich glaube, er war an irgendeinem Spielplatz mit spielenden Kindern, ich habe jetzt ein kleines Beispiel davon genommen, dann klingt das im Original so. Wunderbare spielende Kinder. Und jetzt, wenn man das runterpitcht, klingt das auf einmal so. Also für mich sind das wunderbare Zombies, kann man direkt verwenden. Aber das ist halt etwas Typisches, was viel gemacht wird. Also es wird hochfrequent aufgenommen und dann runtergepitcht. Also ein großer Anwendungsbereich. Da sollte man gucken, habe ich ein Mikrofon, was dann auch oberhalb von 20 Kilohertz wenig rauscht. Ich komme jetzt schon zum letzten Teil, zum Vorverstärker. Ist meine Zeit gut? Ja. Und beim Vorverstärker ist es so, dass halt abhängig vom Gain, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die Dynamik sich verschiebt. Und ich habe jetzt einfach mal zwei verschiedene Vorverstärker genommen und habe das CMC6 mit MK2 in diese Bombe gehängt und habe bei verschiedenen Gainstufen der Verstärker den Ersatzgeräuschpegel A bewertet, gemessen, den sieht man auf der Y-Achse. Was man hier erkennt ist, zum Beispiel beim Preamp 1 war es so, also die Minimaleinstellung von dem war 10 dB Gain, weniger ging gar nicht. Und dass wenn ich sozusagen in der untersten Gainstufe von diesem Preamp bin, dann sieht man, dass das Eigenrauschen müsste eigentlich von der MK2 so bei 11 dBA liegen und liegt dann halt aber bei 21 oder 20,5, so was die Richtung ist das da. Also es ist wirklich um 10 dB schlechter, das Eigen, also der Ersatzgeräuschpegel, wenn ich diesen Preamp mit dieser Gain-Einstellung verwenden würde. Wenn ich jetzt den Gain hochdrehe, dann wird es immer besser und irgendwann sieht man so ab 25 dB, 30 dB Gain habe ich im Endeffekt den Ersatzgeräuschpegel der Kapsel erreicht. Warum ich jetzt nicht ganz auf das, also das ist jetzt, muss ich sagen, ich habe leider eine Kapsel dafür benutzt, die sehr alt ist, die liegt schon ewig bei mir im Schrank. Also es kann sein, dass da ein bisschen Empfindlichkeit verloren gegangen ist, deswegen ist der Ersatzgeräuschpegel ein Tick schlechter als von den Serienmodellen. Aber generell erkennt man hier, also irgendwann ist der Preamp sozusagen aus der Gleichung raus. Wenn ich jetzt den zweiten Preamp mal angucke, sieht man, dass der bei gleichem Gain also wesentlich bessere Rauschwerte liefert. Also bei 10 dB Gain ist sozusagen dieser Preamp, der Preamp 2, auch um 8 bis 9 dB besser als ein normaler, als dieser andere Preamp. Und das ist halt eigentlich auch der Punkt hier. Also die Qualität von Preamps unterscheidet sich eigentlich in der Regel erst bei den unteren Gainstufen. Also wenn ich einen Preamp immer mit 40 dB betreibe, ist es fast egal, was das für einer ist. Wenn man jetzt auf die Rauschwerte guckt, bei kleineren Gainstufen wird es aber, wie gesagt, sehr entscheidend. Und die Qualität des Preamps spielt eine Rolle. Wenn ich jetzt mir die Dynamik mal angucke, das kann man auch mal, also ich habe jetzt die A-bewertete Dynamik genommen, also wenn ich das, kennen Sie noch aus der Grafik von am Anfang, die ist halt beim CMC 62 ungefähr 117 dB, beim CMC 62 ist es ein bisschen mehr, sind 119 dB, also die Gesamtdynamik. Und was man hier erkennt, dass man mit einem analogen Preamp diese Gesamtdynamik nie erreicht. Also ich kann mit keiner Einstellung am Preamp diese komplette Dynamik des Mikrofons übertragen. Also ich habe immer eine Einschränkung. Jetzt kann man hier erkennen, dass bei diesem Preamp 2 zum Beispiel bei 5 dB die optimale Stufe ist. Damit kann ich die größte Dynamik übertragen, habe aber nicht zwangsläufig den besten Rauschwert. Und das ist sicherlich das Klassischste, was Sie kennen. Man muss halt einfach entsprechend der Programmdynamik alles einpegeln und so mappen, dass es halt passt, dass es halt auf die Schallquelle passt. Und dass ich entsprechend gut aufnehmen kann. Für den Preamp 2 wäre es halt hier entsprechend die 15 dB-Stellung, aber der Trend ist, denke ich, deutlich erkennbar. Auch hier bei kleineren Gainstufen trennt sich, wie gesagt, die Qualität. Und damit wäre ich auch schon am Ende. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir haben jetzt relativ viele unterschiedliche Sachen gesehen. Bei den Kapselverzerrungen habe ich die Literatur mal so ein bisschen zitiert, was es da so gibt. Und eigentlich kann man da abschließend zu sagen, also Kapselverzerrungen an sich sind eigentlich zu vernachlässigen. Ist auch egal, ob es dynamische oder Großmembranmikrofone sind, also die Kapsel an sich, aber bei dynamischen, es ist im Endeffekt eigentlich die Kapsel selber verzerrt relativ wenig oder erst bei ganz hohen Schalldrücken. Bei elektrischen Verzerrungen muss man halt gucken,
wo ist der Max SPL angegeben, bei wie viel Prozent Klirr ist das angegeben. Und da, wie gesagt, ist Vorsicht vor großen Zahlen geboten, weil da ganz oft von Herstellern mit riesigen Zahlen hantiert wird, dass man sich dann nicht übers Ohr hauen lässt. Dann haben wir gesehen, was es mit den Eigenrauschen und Bewertungsfiltern so ein bisschen auf sich hat. Wie gesagt, es kann halt sein, dass man hochfrequent viel mehr Rauschen hat, was man halt aber in den Standardbewertungsfiltern gar nicht sieht. Also wenn ich halt so Geschichten machen will, ich möchte hochfrequent aufnehmen und runterpitchen, dann muss man sich halt wirklich das Spektrum von solchen Mikrofonen mal angucken oder fragen beim Hersteller, ob man sowas kriegt. Weil, wie gesagt, in den normalen Rauschwerten kann man das nicht rauslesen, weil die Filter das unterdrücken. Und die Anpassung der Dynamik am Vorverstärker haben wir gerade auch gesehen. Man kann eigentlich die komplette Dynamik nie erreichen und muss halt entsprechend der Schallquelle und des Pegels anpassen. Vielen Dank. Lieber die Literatur. Super, vielen Dank. Du bist ja super in der Zeit, sodass noch Fragen Zeit ist. Bitte. Da hinten. Andreas. Mikro. Da ist es. Ich verstehe das ganz schlecht. Ist das Mikrofon an? Ja, jetzt verstehe ich es gut. Ja. Okay, hallo. Ich hätte eine Frage zur Verzerrung bei sehr hohen Schalldrücken. Also wie hoch muss der Schalldruck sein, damit tatsächlich schon die Verzerrung der Luft eine Rolle spielt? Also sagen wir mal jetzt mal 0,5% oder 1%. Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen anders beantworten, weil es ist ein bisschen nerdig, glaube ich. Also weil es ist halt, wie gesagt, sehr schwer zu messen. Diese Schalldrücke kann man eigentlich auch mit diesen Impedanzsprungrohren kaum erzeugen, dass man da relevant irgendwie in eine Messgegend kommt. Das ist zumindest meine Vermutung, weil in der Literatur habe ich in meiner Suche nichts gefunden, wo jetzt einer angibt, bei dem Schalldruck verzerrt jetzt die Luft so und so viel. Also man findet diesen Punkt, dass es halt zur Schockwelle wird, das sind diese 194 dB SPL. Auf dem Weg dahin gibt es diese Aufsteilung, aber was für Klirre und wann das dann genau passiert, kann ich leider nicht sagen. Aber für die Praxis relevant ist das sicherlich nicht. Also die Luft ist super für das, was wir machen wollen. Also das ist ein bisschen nerdiges Gimmick gewesen. Also brauchen Sie sich keine Gedanken, weil Luft ist super, verzerrt nicht. Es ist nur ein bisschen, verstehen Sie, es gibt dann Hersteller, die sagen, mein Mikrofon kann 170, 175 dB SPL. Und das ist dann wirklich in der Region, wo man dann wirklich sagen kann, na gut, also da, das ist schon fast vor der Schockwelle in der Luft. Also das ist, also so ein Wert ist einfach egal. Das wollte ich damit so ein bisschen, also oder nicht egal, aber ein bisschen absurd, das sowas anzugeben. Mein Mikrofon macht diese und diese riesigen Schalldrücke. Noch eine Frage? Stefan. Kriegt er ein Mikrofon? Ja, jetzt funktioniert es, glaube ich. Ja. Dieser Stefan ist es. Du hast was gesagt zur maximalen Auslenkung der Membran. Wie groß ist der Luftspalt im Vergleich dazu? Also wann würde die Membran oder würde die Membran tatsächlich anschlagen an der Gegenelektrode? Also die Luftspalte sind in der Regel so zwischen 10 und 30 Mikrometern oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also und deswegen bei 147 dB SPL war das so, bei 8 Mikrometer ist eigentlich alles gut. Ich denke, der Zusammenhang ist sicherlich nicht linear, wenn ich jetzt also einfach noch mehr Schalldruck nehme, dass die Membran dann noch stärker auslenkt, aber mal angenommen, das wäre einigermaßen linear, dann müssten also bei 20 dB mehr, also nochmal ein Faktor 10, müssten eigentlich dann, ja, mal 10 müssen eigentlich 80 Mikrometer sein, das heißt, also bei solchen Schalldrücken könnte es wirklich sein, dass eine Membran andotzt irgendwann, ja. Aber auch bevor sie anschlägt, die ist ja in der, also außenrum fix eingespannt. Wahrscheinlich passiert das nicht dann, ja. Der Abstand und damit die Kapazität ist nicht linear
zur Auslenkung in der Mitte der Membran. Von daher ist vielleicht doch keine schlechte Idee, wenn man auf zwei Seiten guckt, dass sich das kompensiert. Natürlich, ist eine gute Idee. Kann ich irgendwie einen Messwert erkennen, der mir dann sagt, bis zu diesem Schalldruck funktioniert die Mikrofonkapsel gut und danach nimmt sie Beschädigung auf, dass sie defekt wird? Dafür gibt es nicht direkt einen Messwert. Wie gesagt, es ist halt sehr schwer zu messen und in der Regel müssen Sie sich da auch keine Sorgen machen. Also von Schalldrücken ist es eigentlich egal, welches Mikrofon Sie nehmen. Von Schalldruck alleine geht eigentlich kein Mikrofon kaputt. Bei Pop und Wind ist es ein bisschen was anderes. Also zum Beispiel Bändchenmikrofone als dynamischer Wandler ist es so, die können extrem hohe Schalldrücke. Deswegen hat man die auch verwendet für nah an der Trompete oder am Schlagzeug. Aber natürlich gehen die kaputt, wenn sie reinpusten. Aber das ist dann kein Schalldruck mehr. Also selbst bei hohen Schalldrücken haben sie, also selbst 147 dB oder 150 dB SPL, 8 Mikrometer Bewegung bei einer Membran ist nicht viel. Also mit hohem Schalldruck kriegen sie eine Kapsel nicht kaputt. Also da machen sie sich keine Sorgen. Da hinten haben wir noch einen. Eine Frage zu einer der letzten Folien mit dem Dynamikverhalten analoger Vorverstärker. Da hatten Sie gesagt, dass ich mit einem analogen Vorverstärker eigentlich die Dynamik des Impedanzwandlers nicht erreichen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Vor dem Hintergrund würde da eine Wandlung in der Kapsel, im Mikrofon selber das Problem nur ins Mikrofon verlagern oder würde das aus irgendeinem Grund was machen? Ja, nee, es stimmt. Also ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus sind. Also es gibt natürlich Techniken, die schon auch eingewandt sind, wie zum Beispiel in den Neumann Digitalmikrofonen, wo dann halt im Prinzip ein Gain-Ranging angewandt wird, was dann im Prinzip die ganze Dynamik ohne Probleme übertragen kann. Also das geht. Aber das sind dann eigentlich zwei Verstärker, die unterschiedlich ausgesteuert sind, die dann hinterher wieder zusammengesetzt werden. Also wenn ich nur ganz klassisch analoge Aufnahmekette ein Preamp habe mit einem Gain-Setting, dann kriege ich die Gesamtdynamik des Impedanzwandlers nicht hin. Deswegen, also die Dynamik von Mikrofonen ist halt wirklich enorm. Also es ist ein tolles, wahnsinniges, gutes Instrument, diese kapazitiven Wandler. Und wenn ich das komplett wandeln will, mit der gesamten Dynamik, ohne am Gain zu drehen, dann muss ich einigen Aufwand treiben. Und das ist dann ganz klassisch, dieses Gain-Ranging. Okay. Damit geht das dann. Zeit für eine letzte Frage. Da ist noch eine. Ich habe es tatsächlich geschafft, bei einem Schuss die MK41 oder die MK4-Kapsel also nicht zum Reißen zu bringen, aber dass sie zugemacht hat. Hast du auf die Kapsel geschossen? Nein, es wurden in Räumen geschossen und ins Auto geschossen. Okay. Und sie hat zugemacht. Also wie gesagt, es kann sein, dass durch also bei Wind- und Druckänderungen, die halt nicht unbedingt Luftschall, also wirklich Schall sind, kann das durchaus passieren bei Mikrofonen. Das ist die geht gar aber keine nicht Frage. Kaputt dadurch. Sie liegt an. Genau. Sie geht nicht kaputt, sie liegt an. Liegt an. Und wenn dann, wenn die Kapsel anliegt, dann kann man sie auch wieder lösen. Entweder sie löst sich von alleine oder wenn das nicht passiert, dann müssen wir das in der Firma machen. Aber sie ist nicht kaputt dadurch. Ja, man muss dann Phantomspeisung abziehen und ein bisschen warten. Dann ja, meistens. Super, dann danke ich Ihnen und danke Hans, super. Dankeschön. Danke.